Irgendwo in New Mexico. Streng geheim heute über den Roswell-Zwischenfall. Es ist der 8. Juli 1947. Das Militärflugfeld Roswell gibt eine Pressemitteilung heraus. Es wird von einer fliegenden Scheibe berichtet, die in der Wüste von New Mexico abgestürzt ist. Später am selben Tag meldet die amerikanische Luftwaffe, dass es sich lediglich um einen Wetterballon gehandelt habe. 30 Jahre später, 1978, äußert sich Roswell-Mitarbeiter Major Jesse Marshall zu dem Vorfall. Das Militär hätte etwas vertuscht. Die Entdeckung eines außerirdischen Raumschiffs. Er sagt, die Überreste des Wetterballons, die in den Zeitungen gezeigt wurden, seien nicht dieselben Trümmer gewesen, die sie am Absturzort fanden. 1989 berichtet Bestatter Glenn Dennis von einer Autopsie, die er angeblich mit eigenen Augen gesehen habe. Eine Autopsie an toten Aliens, die nach dem Absturz gefunden wurden. Zwischen 1994 und 1997 untersucht die Air Force den Zwischenfall erneut und kommt zum Schluss, dass es sich wirklich nicht um Überbleibsel eines Wetterballons gehandelt hat, sondern um Reste eines Aufklärungsballons, Teil des streng geheimen Forschungsprojekts Project Mogul. Diese Ballons wurden entwickelt, um sowjetische Atomtests aufzuspüren und waren über 180 Meter lang. Außerdem erklärt die Air Force, dass die gefundenen außerirdischen Körper in Wirklichkeit nur Crash-Test-Dummies waren. Aus den Berichten geht hervor, es gibt keinerlei Beweise, die auf den Absturz eines außerirdischen Raumschiffs hindeuten. Ich glaube nicht daran, dass diese fliegenden Untertassen aus dem Weltraum zu uns kommen. Ermittler fanden heraus, dass Bestatter Glenn Dennis über die Autopsien der außerirdischen und daran beteiligten Personen gelogen hat. Und sie weisen noch etwas nach. Major Jesse Marshall hat seine Militärgeschichte etwas ausgeschmückt. Einige Details seiner Erzählungen hat er verändert, um Kritik gezielt entgegenzusteuern. Am 10. April 2011 veröffentlicht das FBI die alten Originaldokumente über UFOs, Außerirdische und die Funde bei Roswell. Das FBI gesteht, es hat diese Berichte nie wirklich untersucht. Wow, glaubst du, dass uns Außerirdische vielleicht schon mal besucht haben? Warte, ich empfange was. Hast du meine Mutter? Ach, Gott sei Dank, ja. Also ich habe da auch so meine Meinung. Ich glaube ja schon an Außerirdische, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die es schon bis zur Erde geschafft haben. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Legt's auf jeden Fall unten in die Akten. Und beam me up, Scotty. Okay. Und wie immer bleibt uns die Wahrheit verborgen. Was machst du eigentlich morgen? Ich gehe in die Bücherei, ich muss noch was zurückbringen. Okay, ich gehe mit meiner Oma in den Zoo. Ich habe aber nicht gefragt, was du machst.